Guten Tag und willkommen zu unseren News im Licht der Bibel. Während in der Ukraine die Waffen sprechen, sprechen die geöffneten Arme der Menschen und Länder, die ukrainische Flüchtlinge bei sich aufnehmen, eine ganz andere Sprache. Eine Welle der Hilfsbereitschaft breitet sich in derselben Geschwindigkeit aus, wie die Anzahl der Flüchtenden zunimmt. Menschen, die in der Ukraine alles verloren haben, finden Zuflucht in den angrenzenden Nachbarländern der Ukraine und darüber hinaus. Laut der Internationalen Organisation für Migration, IOM, sind seit Beginn des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine an die 10 Millionen Menschen gezwungen worden, ihren Wohnort aufzugeben oder zu wechseln. Davon seien 6,5 Millionen Menschen innerhalb des Landes geflohen. Knapp 4 Millionen Personen hätten laut dem UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR seit dem 24. Februar die Ukraine verlassen und seien in Nachbarländern geflüchtet. Mit Stand 27. März verteilen diese sich auf folgende Länder: Polen mit 2,29 Millionen, Rumänien 595.000, Republik Moldau, Ungarn, Slowakei, Russland mit 271.000 und Belarus mit 9.000. Auch sind mehrere hunderttausend Flüchtlinge aus der Ukraine in andere Staaten Europas, zum Beispiel nach Italien, weitergereist. Eine genauere Datenerfassung für einzelne Länder ist derzeit beim UNHCR in Arbeit, ergänzt der Mediendienst Integration. Demzufolge zieht es die flüchtenden Ukrainer zumeist zu ihren Verwandten, von denen die meisten in Polen, etwa 300.000, in Italien 228.000, in Tschechien 143.000, in Deutschland 133.000 und Spanien 107.000 lebten, Stichtag 31.12.20. In Österreich hätten sich zu der Zeit 11.585 Ukrainer, in der Schweiz 6.790 ukrainische Landsleute angesiedelt. Auch viele Drittstaatangehörige verlassen die Ukraine. Rund 293.600 Ausländer, zum großen Teil Studenten, meist aus Indien oder Marokko, aber auch Asylsuchende, sollen 2020 zum Zeitpunkt der jüngsten Erhebung der Internationalen Organisation für Migration in der Ukraine gelebt haben. Mittlerweile sind laut IOM rund 186.000 Drittstaatsangehörige aus der Ukraine geflohen, Stand 21. März. Das sind mehr als zwei Drittel. In Deutschland stellte die Bundespolizei bisher 207.742 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine fest, hat das Innenministerium laut Zeit Online mitgeteilt. Erfasst würden nur Geflüchtete, die von der Bundespolizei angetroffen werden, etwa an der österreichisch-bayerischen Grenze, an Bahnhöfen oder in Zügen. Da es im Regelfall keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen gibt und Ukrainer zudem ohne Visum einreisen dürfen, ist die Zahl der tatsächlich Angekommenen daher wahrscheinlich deutlich höher. Nicht erfasst werde außerdem, wie viele der Geflüchteten womöglich von Deutschland aus zu Freunden oder Verwandten in anderen Staaten weiterreisen würden. Das sonstige Prozedere für Flüchtlinge wurde weitestgehend abgeschafft. Ukrainische Flüchtlinge können ohne Visum nach Deutschland einreisen. Nach der Einreise können sie sich für 90 Tage in Deutschland aufhalten. Danach kann eine Aufenthaltserlaubnis für weitere 90 Tage beantragt werden, informiert der Mediendienst Integration. Von Beginn an des Krieges in der Ukraine war die Bereitschaft, den geflüchteten Menschen in ihrer akuten Not Hilfe anzubieten und sie aufzunehmen, groß. Nicht nur Hilfsorganisationen, auch viele Privatpersonen bieten den Geflüchteten spontan ein Dach über dem Kopf an, berichtet die Welt. Und unter der Überschrift „Die Menschen packen einfach mit an“ informiert die Bundesregierung: Die Hilfsbereitschaft ist groß. Es werden Unterkünfte vermittelt, Medikamente, Kleidung und Handys gesammelt und Hilfstransporte auf den Weg gebracht.
Bundesweit engagieren sich viele Menschen für Geflüchtete aus der Ukraine. So auch in München, der Partnerstadt von Kiew. Die Helfer verbindet der Wunsch, in der Notlage mit anzupacken. Am Krieg und an den politischen Verhältnissen kann ich konkret nichts ändern, aber ich kann versuchen, die Auswirkungen zu mildern, indem ich tätig werde und konkrete Unterstützung leiste. Das hilft auch dabei, sich von negativen, frustrierenden Gedanken abzulenken, betont Petra Mühling, Vorsitzende des Vereins Münchner Freiwillige Wir helfen e.V. Dass es um mehr geht als nur ein Pflichtzoll abzuliefern, wird bei den Angaben der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zu den Bedürfnissen der Schutzsuchenden deutlich, indem sie nahelegt, sich darauf einzustellen, den Geflüchteten für mindestens 3 Monate ein Obdach zu bieten. Gastgeber sollten auch Zeit einplanen, um den Geflüchteten im Alltag zu helfen und sie zu unterstützen. Der eine und andere bietet den neuen Hausgenossen sogar echten Familienanschluss. Seit alttestamentlicher Zeit werden die Rechte des Fremdlings in der Bibel großgeschrieben. Draußen musste der Gast nicht bleiben, sondern meine Tür tat ich dem Wanderer auf, hören wir Hiob in Kapitel 31 sagen. Und Jesus wird am Tag des Gerichts danach fragen, wie wir uns gegenüber den Fremden verhalten haben. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Matthäus 25, Vers 35. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in die rauen Berge zurück. So lässt Johann Wolfgang von Goethe seinen Osterspaziergang beginnen. Es wird wärmer. Die Sonne lacht, Frühlingsblumen blühen, Vogelgezwitscher ertönt von jedem Baum, hinter jedem Strauch. Überall knospendes Grün. Alles fordert zur Lebensfreude auf. Jedoch, statt frischer Energie und Tatkraft, überfällt sie das Gefühl bleierner Müdigkeit. Sie fühlen sich ständig unausgeschlafen, müde, energie- und kraftlos. Kennen Sie das? Dann könnten Sie unter der weit verbreiteten Frühjahrsmüdigkeit leiden. Wikipedia schreibt dazu, die Symptome treten meist ab Mitte März bis Mitte April auf und sind bei den Betroffenen unterschiedlich ausgeprägt. Am häufigsten sind Müdigkeit trotz ausreichender Schlafdauer, Antriebslosigkeit, Wetterfühligkeit, Schwindelgefühl, niedriger Blutdruck, Gereiztheit sowie Kopfschmerzen und Kopfdruck. Teilweise treten auch Gliederschmerzen auf. Wenn das Leben rund um einen herum erwacht und man so richtig loslegen möchte, ist es lästig, wenn man dann so ausgebremst wird. Laut Zeit erleben in Deutschland geschätzte 50-70% der Menschen den saisonalen Umschwung im Frühjahr als einen körperlichen Kraftakt. Pünktlich zur Jahreszeit widmet sich auch BR24 diesem Thema und erklärt die Hintergründe für diese seltsame Frühjahrsantriebsschwäche. Wie auch der Winterblues hängt das Phänomen mit dem Wechselspiel zwischen den Hormonen Melatonin und Serotonin zusammen. Wird es im November dunkel und kalt, steigert der Körper die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Im Winter fallen wir in eine Art Mini-Winterschlaf. Werden die Tage im Frühjahr wieder länger, heller und wärmer, drosselt der Körper die Produktion von Melatonin und kurbelt die Produktion des Wachhormons Serotonin an, das umgangssprachlich auch gerne Glückshormon genannt wird. Dazu muss allerdings Tageslicht auf die Netzhaut des Auges fallen, also tragen Sie nicht immer eine Sonnenbrille. Doch der Körper muss noch mehr leisten. Im Winter senkt er die Kerntemperatur ab und im Frühjahr erhöht er sie wieder. An den ersten warmen Tagen weiten sich deshalb die Blutgefäße, was zu niedrigem Blutdruck, Schwindel und Kreislaufbeschwerden führen kann. Dieser Effekt tritt erst auf, wenn es ein paar Tage warm war,
Zusätzlich prägen schnelle Wetterwechsel die Übergangszeiten Frühling und Herbst. Sind Sie nun diesem Phänomen der Frühjahrsmüdigkeit ganz hilflos ausgeliefert oder gibt es Mittel und Wege, dem entgegenzuwirken? Die gibt es. Dazu gehören laut dem ärztlichen Direktor und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Rhein-Jura-Klinik Dr. Med. Andreas Jähne alle Dinge, von denen bekannt ist, dass sie den Kreislauf auf Trab bringen. Bewegung im Freien, Sonne, frische Luft, Wechselduschen am Morgen. Beibehalten des üblichen Schlafrhythmuses, selbst wenn es abends wieder länger hell ist. Viel trinken. Nahrungsmittel sollten knackig und frisch statt fettig und deftig sein. Es ist wichtig, den Vitamin- und Eisenbedarf sowie die Spurenelemente mit Obst und Gemüse abzudecken. Und immer wieder Vitamin D. Dezember 2016 wurde die erste doppelblinde, placebo-kontrollierte klinische Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Vitamin D3 bei der Behandlung von Müdigkeit bei ansonsten gesunden Personen an 120 Personen mit Vitamin D-Mangel durchgeführt. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip einer einmaligen oralen Gabe von 100.000 Einheiten Vitamin D oder Placebo zugeteilt. Bei allen Teilnehmern korrelierte die Verbesserung der Müdigkeitswerte mit dem Anstieg des Vitamin D-Spiegels. Schlussfolgerung: Eine Vitamin D-Behandlung verbesserte die Müdigkeit bei ansonsten gesunden Personen mit Vitamin D-Mangel erheblich. Last but not least, beschäftigen Sie sich mit frohen, mutmachenden Gedanken. Ein fröhlich Herz macht das Leben lustig, aber ein betrübter Mut vertrocknet das Gebein, schreibt Salomo in Sprüche 17,22. Denken Sie immer daran, dass Gott Sie liebt und einen Plan und ein Ziel hat mit Ihrem Leben. Dann lässt sich jeder neue Tag leichter beginnen und leben. Das war's für heute bei unseren News im Licht der Bibel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.